Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir und zwar Kaya x Cherry. Woo, I'm excited. Da haben wir mal auch das erste Produktchen. Und zwar ist es die Bag. Ich finde die recht cute. Würde ich die jetzt, also man kann sie natürlich so als Bag nehmen. Maybe, maybe not. Irgendwie soll man sie auch zubinden können. Wow, das geht aber streng. Okay. Okay. Also, das Zubinden ist ein bisschen mühsam. Also, da ist sie vielleicht auch noch zu hart. Ich weiß es nicht. Ich mache es jetzt mal. Ich probiere es mal so. Ja, also dieses Zusammendingsen finde ich ein bisschen schwer. Aber an und für sich fühlt es sich recht angenehm an. Hat so ein Fake-Leder-Material. Farbe ist sehr, sehr, sehr schön. Auch die ganze Collection hat die Farbe. Wir beginnen, ich würde sagen, wir machen das ein bisschen so random bei mir. Und zwar würde ich gerne das Lippenprodukt gerne mal auftragen. Und das öffnen wir jetzt. Das ist eben dieser Clear Gloss. Und er hat eben so einen Spice-Effekt. Das heißt, es soll ein bisschen tingly sein. Und da bin ich jetzt gespannt. Soll ich hier jetzt schon ranzoomen? Nee. Weil jetzt sieht es ja noch nicht so spannend aus. Das seht ihr auch so. Okay. Ist es tingling? Also Clear Gloss finde ich immer hübsch. Muss ich jetzt persönlich sagen. Da finde ich, kann man nie was falsch machen. Also ich spüre. Doch, jetzt spüre ich es langsam. Doch, doch. No worries. Hoffentlich ist das nicht so wie Too Faced. Weil Too Faced ist mir zu extrem. Muss ich euch jetzt persönlich sagen. So. Okay, ich habe jetzt aber auch viel Produkt genommen. Ich meine, es ist pretty. Und ich spüre den Tingling-Effekt. Mhm. Ja, das lassen wir jetzt im Video so oben. Dann würde ich jetzt weitermachen mit der Palette, weil wie ihr sehen könnt, vielleicht glow ich trotzdem, aber ich habe keinen Highlighter oben. Und in der Palette sind zwei Highlighter. Slash, man kann sie natürlich auch als Lidschattenpalette. Sie heißt doch einfach nur Palette eigentlich. So sieht die Palette aus. Sie ist echt, echt hübsch, super. Natürlich eine Basic-Palette. Das ist so ein Plastik, Hartplastik-Material. Genau, aber wir werden jetzt auf jeden Fall die zwei als Highlighter fürs Gesicht nehmen. Okay. Puh, es beginnt zu brennen. Mhm. Okay. I feel it. Vor allem, wenn ich spreche. Also da sage ich euch, Leute, macht es lieber Lipfiller. Och, alles brennt. Also nicht zum Ermuntern, dass ihr euch, ihr seid wunderhübsch, so wie ihr seid, aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich doch sehr empfindlich, aber it hurts. okay, wir machen jetzt den Highlighter, da zoome ich euch ein bisschen näher ran. Ich gehe jetzt eben in den und in den mische ich das hier zusammen und dann hier haben wir auch einen schönen Spiegel in der Palette. Die sind, eigentlich mag ich, ups, da ist noch, warte, da ist noch so ein Film oben. Den beseitigen wir, weil sonst sehe ich nichts. Oh, es brennt so, Leute. Und es tut noch mehr weh, wenn man redet. Ah. It hurts. Oh my God. Ich verstehe nicht, wie man sowas... Also, I'm so cute. Aber ich denke, wenn du Lipfiller hast, das ist ja auch so ein bisschen wie sozusagen... die Lippen zu töten, von den Nerven her. Und diese, also fast wie alle Influencer haben ja Lipfiller. Und ich glaube, die fühlen das nicht. Und ich habe halt keine Lipfiller. And I can feel it. It burns. Aber ich denke mir halt, wenn du Lipfiller hast, tötest du ja auch so ein bisschen deine Nerven in den Lippen. Und, oder fühlst sozusagen deine Nerven aus. Ich weiß nicht ganz, wie es, ich bin kein Arzt. I don't know how it works. Aber ich kann mir vorstellen, dass du es nicht so intensiv spürst. Und die so, nee, geht noch ein bisschen, geht noch ein bisschen. Ah, ist noch nicht so tingling. Und ich so, it's tingling as fuck. Okay, wir machen weiter. Der Highlighter ist wunderschön und der brennt auch nicht. Nein, der ist wunderschön. Wunderschön. Also ich bin mir jetzt auch ziemlich sicher, dass das eine schöne Collection ist. Ja... Aber ich finde das immer schade, weil ich habe jetzt dann auch kurz ihren Instagram-Handle geguckt und ich finde es immer so schade, weil man so, man macht so eine Collection und dann ist man kurz so hyped und dann so, also dann manchmal merkt man einfach, weil man es fürs Geld macht und nicht, weil man zum Beispiel wirklich
obsessed ist oder so. Ich meine, man weiß ja nie, was vertragsmäßig so passiert ist. Man weiß es ja nicht, aber ich würde, glaube ich, jeden Tag so, oh, wisst ihr es noch nicht? Aha. Auch wenn es ausverkauft ist, jetzt so. I did it. Oh my gosh, it burns so much. Okay, setting sprays on. Es tut so weh. Oh, vielleicht hatten wir hatten ein Highlighting. Ich sehe es gerade. Wir hatten einen Highlighter Brush. Ich habe natürlich alle Pinsel auch gekauft. Ich bin so dumm. Wir haben alle Pinsel geguckt. Wir hatten so einen so richtig süßen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Pinsel von Kaya sind super. Also, das kann ich euch jetzt schon empfehlen. Ja, der fühlt sich auch super gut an. Also generell, die Pinsel von Kaya sind gut. Also, dafür müsst ihr jetzt nicht, muss ich es jetzt nicht testen, weil ich habe, keine Ahnung, ich habe extremst viele Pinsel von Kaya. Jetzt packe ich gerade die anderen Pinsel aus. Was ist das denn? Was sagen sie denn, was das ist? Flat Blending Brush. Ganz klassischer Blending Brush haben wir hier. Wenn ihr euch fragt, wie es meinen Lippen geht. Ja, it hurts. Nee, ich bin da echt kein Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, sowas ist super. Das kann man entweder für den Inner Corner benutzen. Oder ich zeige es euch noch von dann gleich. Oder für unten für die Lashline. Mag ich sehr gern. Sind alles Pinsel, die ich bis jetzt sehr gut finde. Und der letzte ist ein Crease Brush. Eigentlich oben müssten wir es öffnen. Die Farbe finde ich auch sehr, sehr schön bei der Collection. Okay, das ist so ein Details. Da kann man zum Beispiel auch so Liner und so machen. Nice Pinsel. Okay, ich glaube, es sind 4 Pinsel, weil ich sehe jetzt keinen anderen. Ich glaube, so, ich meine, oder? Nee, jetzt muss ich nochmal nachgucken, Leute. Es sind 4 Pinsel, alles gut. I'm just crazy. The lips are still hurting. Sind sie größer geworden? I don't know. I don't care. Ich will nicht, dass das... Es kann auch sein, ich meine, ich habe ja Allergie. Es kann sein, dass ich auch allergisch gegen da irgendwelche Stoffe bin. Ihr könnt es mich gerne wissen lassen, aber zum Beispiel die von Too Faced. Es gibt auch so Plumping-Sachen, wo ich nicht so drauf reagiere. Aber manchmal geben, glaube ich, auch gewisse Brands zu viel rein und denken zu viel des Guten. Zum Beispiel die Too Faced finde ich auch zu extrem. Die heißen ja auch Lip Injection. Also die finde ich zu, sind mir too much. Jetzt machen wir Eyeshadow. Ich werde jetzt noch mein Lid setzen. Sind sie größer geworden? Doch, vielleicht ein bisschen. Vielleicht wirkt das ja. Wie Chili oder was auch immer, wie Menthol, was sie da reingegeben haben. Oh, it's crazy. Okay. Egal. Ich weiß jetzt nicht, ob wir zwei unterschiedliche Looks schminken oder dieselben. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich würde sagen, ich beginne jetzt mal mit diesem Cool Tone. Wir beginnen jetzt mal bei der rechten Seite. Und wenn ich sehe, okay, wir haben alle Shades benutzt in der Palette, dann machen wir dasselbe auf der anderen Seite. Sonst machen wir dieselben zwei Looks. Ich meine, ich bin ja nicht der Riesenfan von Kaya Eyeshadows, muss ich persönlich sagen. Und auch hier, es ist jetzt nicht super pigmentiert. Also ihr seht es, ich gehe hier ziemlich oft rein. Ja, das ist halt, ich bin da jetzt nicht so, ja. Aber der ist ziemlich soft, wie ihr seht. Ich meine, natürlich, ich bin jetzt dünkler, weil ich Self-Tan habe, wie sonst. Aber, och, das brennt so, Leute. Okay, aber, ja, das kann natürlich auch damit spielen, aber trotzdem sind sie jetzt nicht so super pigmentiert. Dann würde ich gerne mit dem gleich reingehen, der da gleich daneben ist. Und ein bisschen versuchen, ein bisschen Tiefe zu bekommen. Ich bin jetzt eben, ich arbeite gerade mit diesem Crease Brush eben von der Collection. Sind das Schimmer? Es sind sehr, sehr creamy Eyeshadows. Aber ich werde dann ja auch noch die Palette swatchen. Und dann kann ich euch auch noch ein bisschen ein Gefühl bzw. Feedback dazu sagen. Aber ihr seht, sie sind nicht sehr pigmentiert. Und ich habe das Gefühl, desto mehr ich so hin und her mache, desto weniger passiert eigentlich. Ja. Genau. Aber ich würde, keine Ahnung,
Nee, wir machen dieselben Looks auf derselben Seite. Das heißt, ich mache dasselbe jetzt, weil ich sehe gerade, wir werden alle Töne benutzen. Ich mache dasselbe jetzt auf der anderen Seite. So, jetzt haben wir es ungefähr gleich. Ihr seht diese Flecken hier unten, das ist fordert. Ich mache das dann alles gemeinsam. Jetzt würde ich gerne, um das ein bisschen zu vertiefen, in den dünkelsten Ton. Ihr seht, es wird so ein bisschen Hard Penny-mäßig. I don't know why. Okay, wir haben jetzt mal Pigment auf dem Pinsel. Ich bin jetzt mal gespannt. Okay, das sieht jetzt schon mal besser aus. Aber auch, das sieht fast aus wie ein Schwarz im Pfändchen. Und ihr seht hier im Auge, ist es halt nicht super pigmentiert. Ja, ich bin nicht der Riesenfan von Kajas Eyeshadow. Das muss ich ehrlich zugeben. Ich meine, sie sind, man kann damit arbeiten und man bekommt so softe Looks, so Soft Glam Looks bekommt man damit hin. Nur halt so BAM Looks. Das wird dann eher schwieriger. Kann man natürlich, man kann es aufbauen, aber die sind auch ganz so cream-mäßig. Die sind so, wo man sie so platziert hat, da kriegt man sie fast nicht mehr weg. Auch, ist eine spannende Formulierung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben noch nie davor mit sowas gearbeitet. Weiß nicht, ob ich super zufrieden bin. Ich mache jetzt auf jeden Fall dasselbe auf der anderen Seite. Ich verzweifle hier ein bisschen und wir haben enormen Fallout. Enormen Fallout. Ich versuche das jetzt hier. Okay, das geht alles schön weg. Also das funktioniert. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit den Eyeshadow. Ich weiß nicht, das ist irgendwie. Keine Ahnung, sie sind irgendwie nicht patchy, aber ich finde sie so mühsam zum Verblenden und ich weiß es nicht, irgendwie. Aber ich muss euch dazu sagen, ich fand die Eyeshadows von Kaya nie besonders gut. Also ich fand sie nie schlecht, aber auch nicht besonders gut. Ja, und das scheint hier auch dasselbe. Ich werde jetzt noch mit einem cleanen Brush drüber gehen. Und versuche es ein bisschen abzusoften, weil jetzt sieht es halt. Also, das geht nicht. Wir müssen versuchen, da ein bisschen. Okay, das funktioniert aber schön. Seht ihr, jetzt haben wir ein bisschen mehr, nicht dieses harte. Es wird eh schon so hart, weil die. Es wird ein bisschen patchy, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, I don't know what to do. Wir lassen es jetzt so. Wir lassen es so. Es gefällt mir überhaupt nicht. Nee. Don't like it at all. Aber ich weiß nicht, was ich gerade machen soll. Ich bin gerade ein bisschen. Machen wir mal den Schimmer drauf. Ich will den Schimmer drauf machen und dann machen wir den ich auch als Highlighter benutzt habe, den dünkleren von den zweien. Und den packen wir jetzt aufs Lid. Ich denke, dass der schön sein wird. Als Highlighter ist er zumindest sehr, sehr, sehr schön. Jetzt gucken wir. Okay, am Lid ist er doch. Doch etwas schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich mag halt auch was anderes bei Eyeshadow. Ich glaube halt, dass Kaya für Leute. Kaya ist halt auch so. Kaya kann mit Dior. Das sind alles Marken jetzt, die nicht tierversuchsfrei sind übrigens. Also mit Dior und solchen Marken mithalten. Aber Eyeshadow ist halt. Also da bin ich. Also für so viel Geld möchte ich. Da möchte ich Melt-Qualität. Melt kann auch Hit und Miss sein, aber trotzdem. Melt oder. Da habe ich so weit rausgeblendet, gell? I don't know what happened. Don't ask me. Und da möchte ich Melt-Qualität oder. Was haben wir noch? Melt. Nee, also dieser Look. Ich gucke jetzt gerade. Also. Glamlight ist auch ganz toll, aber es gibt ganz viele Brands, Kaleidos. Also sieht das gerade schlimmer aus, als was es ist? Im echten Leben sieht es nicht so schlimm, aber in der Kamera sieht es immer so schlimm aus. Denke ich mir so, oh Gott, what have I done? Okay, mit diesem kleinen Pinsel gehen wir jetzt unten auf die Lashline und dann machen wir diesen Ton hier. Das sollte jetzt an und für sich kein Problem sein. Da ist jetzt auch Pigment. Ja, das funktioniert. Yay. Keine Ahnung, irgendwie. Ja, ich glaube, man muss irgendwie anders mit diesen Lidschatten arbeiten. Und ich. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich finde, wie gesagt, ich finde generell die Lidschatten. Also, was ich von Kaya super finde, die Settings Oh mein Gott, die sind so gut. Bronzer.
Highlight ist auch wunderschön. Blushes sind auch sehr, sehr schön. Ich finde die Luminous Blushe, die Blush Sticks sind auch wunderschön. Mascara haben sie auch schön. Es ist sehr, sehr viel schön. Es sind auch sehr, sehr viele Produkte, die ich persönlich noch nicht ausgetestet habe von Kaya, die ich noch austesten muss. Aber es ist sehr viel, sehr, sehr gut. Eyeshadow. Not my favorite. Not my favorite. Aber da ist jetzt, ich weiß nicht, ob ich schuld bin. Es kann auch sein, dass ich da jetzt dran schuld bin. Ich versuche das jetzt irgendwie hier abzusoften mit Pinsel. Ich gehe hier drüber und versuche irgendwie etwas Schönes hier. Ich gehe jetzt hier einfach nur so ein bisschen drüber. Das mache ich normalerweise nicht, aber es sieht jetzt meines Erachtens ein bisschen besser aus. Ja, gell? Thank you, Powder Brush. I don't know why, but it did. Jetzt mal mit diesem kleinen Ding, habe ich mir gedacht, den können wir natürlich auch aus Inner Corner. Das heißt, wir machen jetzt mit dem hellsten Ton, machen wir jetzt Inner Corner und dann sind wir eigentlich mit der Palette durch. Und dann machen wir ein paar Swatches. Und nach den Swatches was kommt nach den Swatches, Leute? Mein Feedback kommt nach den. Ich bin heute ein bisschen slow. I don't know why. Ich habe schon was anderes heute gefilmt. Stay tuned. There's exciting stuff coming. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich die Sachen für euch präsentieren werde, aber ich finde generell, dass ich momentan einen guten Run habe. Also ich finde, dass wir viel, viel, viel Content produziere ich momentan. Und es macht mir auch sehr, sehr Spaß. Und ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Und genau. Jetzt gehe ich hier nochmal drüber, um das alles ein bisschen zu verblenden, aber es funktioniert gut. Ich finde trotzdem eigentlich fast immer eine Lösung. Ich meine, es ist ein bisschen patchy, also not gonna lie. It is patchy. Vor allem auf der Seite. Aber es sieht jetzt, finde ich, akzeptabel aus. Das sieht so aus, als hätte ich mir eine Doppelbraue gemalt. Verstehe nicht ganz. Also, so weit hoch habe ich es eigentlich nicht gemalt. Keine Ahnung, was da jetzt los ist. Don't know. So, jetzt mache ich Mascara drauf und dann sind wir finito. So, my friends, das sind die Swatches von der Palette. Wie gesagt, bedenkt, ich habe Self-Tan oben. Hier oben dieses Schleimige ist der Gloss. Und hier, also die Swatches sind nicht schlecht, finde ich eigentlich. Also, sind eigentlich recht. Okay, Swatches. Ich entferne mal die Swatches. So, let's go. Die Palette. Die Highlighter sind wunderschön. Und vor allem das Highlighter. Seht ihr ja, die sind wunderschön. Die Lidschatten, ich meine, man kann mit ihnen arbeiten. Und ich bin mir sicher, ich finde auch noch eine Methode, wo ich mit ihnen arbeiten kann und wo sie nicht patchy werden und wo ich es irgendwie hinbekomme. Aber sind es die einfachsten Lidschatten? Sind sie, ich weiß nicht, 50 oder 40, was auch immer die Palette kostet? Also auf jeden Fall High-End-Preise. Nee, ich würde euch da. Was würde ich euch empfehlen? Glamlight würde ich euch empfehlen. Revolution teilweise auch. Ist natürlich viel, viel günstiger. Aber wenn ihr schon High-End, würde ich Glamlight Melt oder Kaleidos. Auch ganz, ganz toll. Ja, das sind so. EBH ist auch recht gut. Naked, ich weiß nicht. Die finde ich sehr schön eigentlich. Aber auch am Auge finde ich sie zwar voll in Ordnung und sie sind so auch cute, aber jetzt nicht so, dass niemand würde zu mir kommen und sagen, oh mein Gott, also was hast du auf den Augen? Was ist, please tell me. Das wird niemand machen. Deshalb, ich würde sie mehr für die. Als Highlighter werde ich die zwei benutzen und die anderen werde ich, weiß ich noch nicht wie, benutzen, aber finde ich eine Lösung. Würde ich persönlich, ich würde euch andere Sachen empfehlen. Also vor allem, wenn ihr Sachen von Kaya, würde ich euch die nicht unbedingt empfehlen. Ich finde sie nicht schlecht, aber sie ist complicated. In letzter Zeit bin ich so negativ. Es kommen nur so negative Sachen von mir. Ich weiß nicht. It's terrible. I don't want that. Und zwar diesen Gloss. Bei mir brennt er enorm. Jetzt hat es nachgelassen. Das heißt, die ersten
Puh, 10 Minuten, glaube ich, waren das, brennt es enorm. Dann lässt jetzt nach. Jetzt ist alles okay. Sind sie größer? Ja, kann schon sein, dass sie größer sind und das bezweifle ich auch nicht. Ja, so ein bisschen Plumping-Effekt finde ich recht nett. Wenn es so stark brennt, bin ich jetzt nicht der Riesenfan davon. Also ich würde dem persönlich nicht nachkaufen und würde ihn auch niemandem jetzt empfehlen, weil es, außer man sagt, man möchte eben sowas wie Lip Injections von Too Faced, dann ist das durchaus gut. Ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan, wenn es so enorm brennt. Was ich euch mit gutem Gewissen empfehlen kann, ja, was Positives mal, sonst kommt hier die negative Polizei, sind die Pinsel. Die Pinsel sind wunderbar, das sind wunderschöne Pinsel. Muss man High-End-Preise eigentlich für solche Pinsel ausgeben? Nein, weil ich finde, die von BH Cosmetics sind genauso gut. Ich habe aber gerne Mischung zwischen Kaya und BH Cosmetics und Essence. Das sind meine Pinselmarken, die für mich super funktionieren. Das sind ganz, ganz schöne Pinsel. Und die kann ich euch auch mit gutem Gewissen empfehlen. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt eine günstigere Alternative, würde ich euch Essence oder BH Cosmetics empfehlen. Die finde ich persönlich genauso gut. Aber die sind, wie gesagt, alle diese drei Marken mit Pinseln sind wunderschön. Also, die sind natürlich auch vom Design sehr, sehr schön. Also, ja, das Täschchen. Als Make-up-Bag würde ich es euch nicht empfehlen, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil da kann, ich kann, ich könnte, ich kann das nicht zumachen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja, oh, vielleicht muss man es so machen. So und dann so. Ist das so? Ja, so irgendwie. Oder? Ja, okay, so macht man das. Man macht das so. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie man es zumacht. Man macht es so, gegengleich zieht man dran. Ja, bei mir. Dauern solche Sachen ein bisschen. Weiß ich nicht, ob ich sie euch. Weil sie geht halt trotzdem nicht ganz zu. Also ganz zu bekommt sie euch nicht. Also ich würde sie, so werde ich sie nämlich auch benutzen. Ich werde sie nächstes Jahr im Sommer als so Bag benutzen. Also sonst eine ganz normale Handtasche werde ich sie benutzen, weil die Größe ist perfekt. Ist es mühsam, dass ich keine Henkel habe? Maybe, aber wenn ich so einfach auf der Straße oder einfach spazieren gehe, dann halte ich sie einfach so in der Hand und habe sie einfach so als Bag. Warum nicht? Die Größe finde ich ist sehr, sehr praktisch. Und ich finde sie wunderhübsch. Ich finde sie sehr, sehr hübsch. Sie ist wirklich, wirklich hübsch. Also ich werde sie nächsten Sommer, werde ich sie als Bag, obwohl ich sehe so sommerig aus, so mit meinem Dress und dann habe ich Glow. Yes. Aber gut, meine Lieben, das war die Review. Nicht ganz so super exciting, wie ich es jetzt erwartet habe. Was, glaube ich, super exciting wird, ist der Adventskalender. Dann so viel Skincare, was ich noch austesten muss. Ich weiß, ihr schreibt zu mir, Jeffree Star kommt noch. Ja, es kommt. Und auch Kaya kommt noch. Ich bin noch nicht dazugekommen. Ich habe halt nur dieses eine Gesicht und ich möchte nicht verschwenderisch. Ich möchte nicht so Riesensachen, also so, das ist ja trotzdem mein Geld. Also ich muss jetzt da nicht einfach nur verschwenderisch mit den Produkten umgehen. Das mache ich nicht. Und deshalb dauert es einfach. Vor allem Skincare, weil ich einfach enorm viel Skincare habe und permanent natürlich auch Sachen aufbrauche und mich immer nur auf ein Produkt fokussiere. Und ich möchte es euch natürlich auch im Aufgebrauch, diese zwei, so Jeffree Star und Kaya präsentieren. Und da möchte ich die, da habe ich dann eine Langzeitstudie. Da kann ich euch dann sagen, jetzt habe ich es, ich weiß nicht, 3, 4 Wochen probiert und kann euch wirklich sagen, beziehungsweise ich habe es sogar aufgebraucht und kann euch sagen, yes or no. Und ich möchte es wirklich, da möchte ich nicht irgendwie so, ah, ich probiere es 3 Mal und dann, ah, hallo. Nein, die möchte ich wirklich für euch testen und habt ihr aber sehr, sehr hohe Erwartungen. Und da ist sehr viel, was ich noch testen muss. Weil Kaya kommt auch ständig mit Sachen raus momentan. Ich bin so, oh mein Gott. Aber sie kommen, finde ich, noch in Ordnung viel raus. Also es ist jetzt nicht Revolution-mäßig. Aber genau, das heißt, es sind Face Masks und sonstige Sachen rausgekommen. Das heißt, ich will das Step by Step meine Skincare-Sachen euch vorstellen. Aber wie gesagt, im Aufgebraucht habt ihr fast eigentlich immer ein gewisses Skincare Produkt dabei. Aber jetzt würde ich sagen, ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt nicht super duper überzeugt bin von der Collection. Ich trotzdem herzlichen Glückwunsch zu der Collection natürlich. Aber ja, es ist halt nichts, was ich so, was mich persönlich so anspricht. Aber das muss ja nicht schlecht oder so sein.
Jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Ihr seht jetzt ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und würde mich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu sehen. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und da würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!